Oh Gott, scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Herzlich willkommen zur Doppelanalyse zwischen Revenge Bird gegen Toner und Faxe Dienstag gegen Erdbeermilchshake. Doch bevor wir anfangen, ich habe im Community Post und im Discord ein paar kleine Infos geschrieben, weil ich leider keine Zeit hatte, ein vernünftiges Infovideo dazu zu machen. Sorry meinerseits nochmal an der Stelle, aber ich hatte wirklich viel zu tun die letzte Woche. Und bevor wir zum Battle kommen, noch Promo von meiner Seite aus, da ich persönlich finde, dass dieses Turnier tatsächlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, zumindest so von der Aufmachung her. Und zwar das Battle-Turnier heißt Battle-Bude und es wirkt zumindest sehr professionell vom Ankündigungsvideo, also falls da irgendwer Interesse hat, so der es jetzt vielleicht nicht ins Turnier geschafft hat oder ins Mini-DB oder sonst irgendwas, der könnt's ja mal da versuchen. Ich meine, Battle-Rap ist leider so gut wie tot und ich würde behaupten, das sind halbwegs professionell wirkende Turniere mittlerweile sehr selten. Ich verlinke euch das Ding in der Beschreibung und ich habe das auch in einem Community-Post erwähnt, glaube ich, oder werde es noch in einem Community-Post reinpacken. Egal, jetzt fangen wir wirklich an mit der ersten Analyse zu Revenge Spurt gegen Toner. Fangen wir mit dem Video. Toner hat sich, was Video angeht, etwas gesteigert. Teils schöne Farben, die Qualität ist solide. Campführung könnte etwas weniger langweilig sein, weil die ist schon manchmal gefühlt gar nicht vorhanden. An manchen Passagen könnte auch Toner es irgendwie weniger schüchtern wirken, weil das war schon teils sehr verkrampft. Dazu ist das ein Video seit langem, wo ich die Location mal absolut langweilig finde. Also an sich kann man aus jeder Location irgendwie was machen. Das wurde aber hier nicht wirklich gemacht. Dazu ist der Schnitt an sich ziemlich langweilig und nicht gerade heftig und sowas wie Abwechslung gab es da auch nicht. Man merkt auf jeden Fall, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist und dass das eines von Toners ersten richtigen Videos ist. Revenge Bird, sein Video hat einen extrem coolen Look, dass alles schwarz-weiß ist, bis auf sein blauer Anzug, was ihn gleich viel mehr präsentiert als Performer. Dazu geht er wieder schön ab wie ein Zäpfchen und performt ordentlich. Location-Wahl ist hier nicht unbedingt viel besser, aber aufgrund dessen, dass Revenge Birds Runde nur eine Minute geht, fällt das hier gar nicht so negativ auf wie bei seinem Gegner. Der Schnitt geht auch fit, das passt alles schön und die Qualität ist auch besser als bei Toner. Zwar kein absoluter Blockbuster wie in der Qualifikation, aber das lag am Zeitmangel, soweit ich verstanden habe. Da gibt man schon den Leuten irgendwie 5, 6 Wochen und ja, die kriegen trotzdem nichts geschissen. Aber ja, zurück zum Punkt. 1:0 für Revenge Bird beim Video. Kommen wir zum Flow. Toner rappt schön, routiniert, bringt schöne Abwechslung in seine Flow-Patterns. Nur eine wichtige Sache, die mir stark aufgefallen ist. Bis auf diesen kleinen Bridges klingt das stimmlich alles zu 100% gleich. Also sollte er dringend da auch irgendwie mehr mit Betonungen spielen, Akzente setzen und Zeilen mehr hervorheben. Also der Stimmeinsatz ist nicht schlecht. Mir gefällt seine Stimme auch, aber das war auf 3 Minuten dann doch etwas sehr langweilig anzuschauen, ehrlicherweise gesagt. Das hat er in seinem neuesten Track um Welten besser hinbekommen, den verlinke ich auch gerne in der Beschreibung. Könnt ihr mal gerne anhören, da float er um Welten besser als hier und setzt da viel mehr Akzente, also wenn er das irgendwie auf seine Battles beziehen könnte, dann wäre es wirklich besser. Revenge Bird hat einen sehr chilligen und eher ruhigen Stimmeinsatz diesmal, was auch gut zu ihm passt, wie ich finde. Dazu betont er schon mal etwas mehr als Toner und hat einen sicheren Stimmeinsatz. Dafür hat er halt großteilig einen ziemlichen Basic-Flow ausgepackt, was an sich nicht schlecht ist, aber für eine Minute ist das irgendwie, ja, weiß nicht, nicht allzu gut. Im Großen und Ganzen rein vom Flow her, nehmen sich beide nicht allzu viel, wie ich finde. Revenge Bird rappt zwar natürlich einen kleinen Ticken sicherer, aber dafür, dass es dann nur irgendwie eine Minute war, so gleicht sich das wieder aus. Also verteile ich beim Flow tatsächlich ein 1:1. Kommen wir zum Sound. Toners schwächste Kategorie mal wieder, leider. Es klingt diesmal besser gemischt, aber extrem dünn für so einen brachialen Beat. Die Hook war zwar gut gedacht, aber die Umsetzung war nett gesagt noch ziemlich ausbaufähig, da dieses A schon fast im Beat untergegangen ist und dünner war als seine Main, wodurch es anfangs nicht mal irgendwie erkennbar war, dass es eine Hook ist in meinen Augen. Und die Mische sorgt, glaube ich, auch etwas für die Monotonie, weil man hört bis auf irgendwie an 2, 3 Stellen keinerlei Doubles. Man könnte denken, das ist diesmal nur eine Main. Und ja, die geht auch im Beat unter von der Lautstärke her. Revenge Bird hingegen hat soundtechnisch ziemlich stabil abgeliefert. Mische ist clean, schön komprimiert, druckvoll und breit. Das klingt um Welten professioneller produziert als das, was Toner gemacht hat. Nächstes Mal länger und vielleicht sowas wie eine Hook, die ballert und dann ist das perfekt. Deshalb, in meinen Augen, eindeutiges 1:0 an Revenge Bird. Fangen wir an mit dem Text und hier beginnen wir mit Toner. Die Villager-Zeile kriegt einen Punkt. Aufgrund des Bildes war es noch ganz lustig und ich gebe dafür einen Punkt. Die Line erklärt sich, denke ich, von selbst. Die Maske auf die Nase gepasst Line kriegt 2 Punkte. Aufgrund der vorherigen Villager-Line als Aufbau und das in Bezug auf die Nase zu bringen, dass Revenge Bird so eine fette Maske tragen muss, ist wiederum eine schöne Line, die man bringen kann, auch wenn man nicht weiß, wie groß Birds Nase letztendlich ist. Die KFC-Line gibt einen Punkt, ist eine solide Line. Hätte mir gerne aber die Line irgendwie übertriebener formuliert und nicht einfach stumpf dahergesagt gewünscht. Oder hätte vielleicht sowas sagen wollen wie, ich krieg Revenge Bird, das wird ja easy hier mit Cash verdienen. Ich verkaufe ihn und seine ganze Fam an KFC. So, haha. Vielleicht finden diese Line andere noch schlimmer.
Die übelste Arschlein kriegt einen Punkt. Schöne Konterungsteile auf Birds Quali, wo gefühlt 50% über den Human Centipede ging. Nestzauberlein kriegt einen Punkt, ist auch eine solide Line. Nur hier scheitert es auch wieder an der Ausformulierung, wenn sie wieder nett mit der Human Centipede Line zusammenspielt. Dann dieser Stift geklaut Vierer gibt 2 Punkte. Schöne Übertreibung über Revenge Birds Image und Laufbahn, die einfach schon mein halbes Leben lang geht, Alter. 6 Jahre. Huch! Was für 6 Dinge, das waren 8. Schöne Übertreibung mit dem Stift, gerne mehr. Dann die Wish-Bestellline gibt einen Punkt Abzug, Digga. Ich kann diese von Wish-Bestelllines nicht mehr hören. Wären sie wenigstens noch irgendwie origineller oder kreativer, dann okay. Aber das ist Standard 0815. Die Eier im Nestline gibt 2 Punkte. Schönes Wortspiel, wo er einmal die Metapher und Wortspiel, kein Plan, wie man das jetzt eigentlich nennt, nicht mehr alle Tassen im Schrank verwendet hat und aufs Vogelding bezogen hat, plus doppelter Bezug, weil Bird ja einen immer auf Psycho macht, so. Dann die Paarungstanzline gibt einen Punkt. Solide Line, die sich auf Birds äußerst hyperaktive Performance bezieht. Mit einem doppelten Bezug und einem sehr schönen Reim übrigens an der Stelle. Dann Downjacke-Line gibt einen Punkt. Gutes Wortspiel mit dem Schnabel halten, wenn er Auge macht und dem Vogel-Down-Ding Bezug hält. Und dann das mit dem richtig macht Vierer gibt auch nochmal einen Punkt. Auch wenn Birds Quali nicht unbedingt durchgehend den gleichen Flow hat, gefällt mir der Ansatz gut mit der Endpointe. Auch wenn man da wieder hätte mehr draus machen können. Das ist irgendwie so allgemein ein Problem der Runde. Tone hat viele gute Ansätze, aber nutzt sie nur für 2 bis 4 Bars. Und leider geht zum nächsten Thema über, was dann nicht mehr so gut ist wie das vorherige. Nächstes Mal solltet ihr mehr aufs Ausformulieren der Lines achten. Und die dämlich geflogen Line möchte ich auch nochmal erwähnen. 0 Punkte. Ich war wieder extremst kurz davor, einen Punkt abzuziehen. Aber aufgrund der Formulierung hat er sich da gerade so gerettet. Auch wenn sowas als Endpointe nicht gerade die beste Option ist. Damit hat Tone auf 44 Bars, mit Hook sogar 52. Aber die werte ich da mal nicht mit rein, weil die ja eigentlich da ist, um gut zu klingen. 12 Punkte. Aber ich gebe ihm tatsächlich noch 2 Punkte oben drauf, aufgrund der extrem guten Technik. Somit hat er 14 Punkte. Dann kommen wir zu Birds Text. Die mit hast du ja sogar beim Texten im Gesicht Line gibt Punkt. Solide Line. Netter Einfall auf Tone. Spezielle Gesichtsbedeckung. Dann die Darth Morty Line gibt einen Punkt. Schöner Vergleich von Tones Aussehen, der wirklich etwas wie Darth Morty nur in dünner aussieht. Ist von meiner Seite aus nicht negativ gemeint, aber ist dennoch witzig. Dann die Alter wie peinlich Line. 0 Punkte. Ich als 16-jähriger Pisser bin hauptberuflicher Rentnerhasser. Aber sogar ich muss sagen, dass diese Altersline schon älter als Tone selbst ist. Und keine wirklich gute Pointe hat. Dann die Entertainment-Line gibt einen Punkt. Alleinstehend wäre die Line 0 Punkte, aber Tone hat so viel auf dem Ding rumgehackt, dass der Konter berechtigt ist und dass das dann doch etwas Wirkung zeigt. Und dann die Willst-Krankheiten-Stoppen-Line gibt auch nochmal einen Punkt. Ein bisschen Standard, aber noch knapp bepunktbar aufgrund von Tones Quali. Damit hat er auf dem 16er einfach nur 4 Punkte. Aufgrund der unterschiedlichen Rundenlänge habe ich da auch die Punchline-Dichte ausgerechnet und die ist bei Tone trotz dreifacher Länge um Welten höher, weshalb ich hier Tone klar vorne sehe. Eigentlich will ich aber Tone aufgrund der vielen Lines keine 3 Punkte geben. Bird aber 0 Punkte zu geben wäre auch zu hart und 1 Punkt Abstand wäre meiner Meinung nach zu wenig. Ich drücke aber noch mein Auge zu und gebe einfach ein 3:1 an Tone. Gesamtpaket, das geht an beide. Tone aufgrund des um Welten stärkeres Textes und im Vergleich zu Birds 1-Minuten-Runde hat er halt sich um Welten mehr Mühe gegeben, aber Bird hat halt die um Welten bessere Produktion. Extra Punkt, der geht für mich auch an beide. Tone für die coole Steigerung und Bird, weil ich mir seine Runde gerne privat öfters anhöre. Damit steht's 6:6 und wir haben das erste Unentschieden. Nun stelle ich euch die 3 Juroren vor, die jetzt alle jeweils 1 Punkt vergeben, damit wir am Ende ein Ergebnis haben, damit irgendwer weiterkommt. Also, der erste Juror ist T-Rox aka Raptor, letzte Staffel sogar gewonnen, also selber mal Teilnehmer gewesen. Dann der zweite Juror ist Tenchi, der letzte Staffel mitbewertet zusammen, also hat er auch Juror-Erfahrung. Und die dritte Jurorin ist Kati, die verfolgt das Turnier und ist sehr Battle Rap interessiert und ist laut eigener Aussage ein Fangirl. Kann es schaden, 3 Juroren aus verschiedenen Sichten zu haben, weil so haben wir den Zuschauer, so haben wir den Bewerter an sich und einen ehemaligen Teilnehmer sogar. Also ja, wird ganz interessant, I guess. Und ich wünsche euch viel Spaß nur mit den 3 Juroren. Guten Morgen. Guten Mittag oder auch guten Abend. Hier ist der Tenji und ich gebe jetzt meine Sicht zum Battle wie Venchbird vs. Tone ab. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit den Videos und da sieht es leider nicht so rosig aus. Also ich würde behaupten, wir haben leider nur 2 mittelmäßige bis sogar schlechte Videos bekommen. Also von der reinen Kameraqualität hat Tone ein bisschen die Nase vorn. Ja, aber wenn es so um Kameraführung und Performance geht, da sehe ich dann eher Revengebird. Beide Videos sind jetzt nicht der Rede wert. Ich würde einfach beide einen Punkt geben oder halt keinen. Je nachdem macht sowieso keinen Unterschied. Dann gehen wir mal rüber zu der Flow-Kategorie und da haben beide Kandidaten sich auch nicht so mit Ruhm bekleckert. Also beide Flows sind natürlich on point und mir gefällt auch immer die Betonung am Ende jedes Reims von denen. Aber so wirklich
innovativ oder kreativ oder besonders ist sie jetzt nicht. Also die Flow hat ganz normal, wird jetzt auch, also nach einer Zeit kann das schon monoton werden. Ist jetzt beim ersten Mal hören nicht passiert, aber ich glaube, je öfter man sich das gibt, desto schlimmer wird es. So tragisch, dass man sich das aber nicht geben könnte, ist es jetzt auf keinen Fall. Nur vielleicht auf Dauer etwas monoton, wie gesagt. Wenn es um Style geht, gefällt mir der nach vorne gehende Style von Revenge Bird etwas mehr. Ich finde, Toner hat nicht immer so die passenden Betonungen. Manchmal wirkt es irgendwie zu gehackt. Und ja, auch hier kann man nicht wirklich sagen, dass der eine den anderen komplett geschlagen hat. Es gibt zwar ein paar Unterschiede in der Qualität des Flows, aber so im Großen und Ganzen ist es jetzt kein wirklicher Unterschied. Ja, dann kommen wir mal zum Sound. Und auch da lassen beide leider zu wünschen übrig. Es klingt nicht wirklich so, als hätten die irgendwas an der Mische gemacht. Bei Revenge Bird finde ich, dass die Soundqualität allgemein etwas besser ist, also von der reinen Aufnahmequalität, vom Mikrofon und vom Raum. Weil bei Toner klingt es ein bisschen so, also man hört sehr seinen Raum raus, seinen Hall quasi, und das klingt nicht so clean wie bei Revenge Bird. Deswegen sehe ich Revenge Bird etwas weiter vorne. Ja, dann kommen wir mal zum Text und wir fangen damit Revenge Bird an. Also er bringt ja im Prinzip nur diese typischen Lines, die man halt auf schnelle Welle so im Battle Rap bringt. So, die einzige Line, die so wirklich einen Impact für mich hatte, war die Entertainment-Line, weil es quasi ein Vorauskonter war. Es war irgendwie schon klar, dass solche Lines kommen, aber gut, dass er die hier nochmal gebracht hat. Ja, bei Toner haben wir im Prinzip auch nicht so viele Meisterleistungen. Ich finde aber, er geht viel mehr ausführlicher auf seinen Gegner ein, hat auch mehr Abwechslung in seinem Text und deshalb sehe ich halt Toner vorne. So, dann wären wir schon am Schluss und die Frage ist, wen sehe ich denn jetzt im Gesamtpaket endgültig vorne? Also im Vorhinein muss ich sagen, dass ich auf Revenge Birds Runde extrem gehypt war, da mir seine Quali extrem gut gefallen hat. Und deshalb kann es sein, dass hier ein bisschen die Erwartungen nicht erfüllt wurden und deshalb die Enttäuschung größer ist, als sie normalerweise wäre. Aber auch so muss ich sagen, dass ich Toner trotzdem etwas weiter vorne sehe. Also im Prinzip waren beide jetzt nicht wirklich Weltklasse, aber Toner hat sich trotzdem noch die Mühe gemacht, auf seinen Gegner wirklich einzugehen, auf verschiedener Weise. Und deshalb gebe ich ihm den Punkt. Was geht? Und damit willkommen zu meiner Kurzbewertung zu Revenge Bird und Toner. Fangen wir mit dem Video von Revenge Bird an. Mir gefällt der Look von dem Video, das alles im Hintergrund schwarz-weiß ist, sehr nice, also dass er hervorgehoben wird. Die Locations sind jetzt nicht das Beste, aber durch die starke Performance, Kameraführung und Nachbearbeitung fällt das nicht mehr so ganz auf, also gut kaschiert. Gefällt mir also im Gesamten sehr gut. Bei Toner hingegen merkt man, dass er noch sehr unsicher ist und vielleicht noch nicht so oft ein Video gedreht hat. Also Performance ist sehr zurückhaltend, die Kameraführung ist kaum vorhanden. Location ist auch nicht so das Beste vom Besten. Und Qualität, ja, schwächer als bei Revenge Bird auf jeden Fall. Er hat noch ein bisschen Bilderrauschen und alles. Aber positiv erwähnen möchte ich trotzdem, dass er versucht hat, kreativ zu sein. Wie das mit dem KFC-Bucket und der Feder, wo er im Buch malt und solch. All das, dass er seine Lines untermalt oder dass er auch jedem Take gefühlt ein anderes Kleidungsstück anhat. Es hat etwas viel Abwechslung, weil das sehr viele Kontraste gibt, farbemäßig. Aber ja, ist trotzdem viel Aufwand auch dahinter gesteckt. Aber sehe ich hier trotzdem Revenge Bird, den Vogel vorne. Kommen wir zu Flow und Sound. Ja, fasse ich mal zusammen. Toner hat auf jeden Fall einen soliden Flow, auch die Technik ist solide. Was mir hier aber stört, ist die Variation. Die ganze Runde zieht sich extrem, da der Stimmeinsatz auf längere Zeit sehr monoton ist und der Flow auch jetzt nicht stark variiert. Die Hook finde ich auch wirklich nicht gut und schadet eher dem Hörgenuss, meiner Meinung nach. Aber vielleicht feiern die ja andere. Zusammen kann man es sich aber geben, aber das Mixmaster hätte auch nochmal fetter sein können. Also kein Absturz, solide gemacht. Revenge Bird kommt mit einem starken Flow und auch starkem Mixing. Der Type of Beat spricht mich auch übel an, also kann man sich voll gut geben. Ja, kann man sich auf jeden Fall deutlich besser als Toner geben. Durch die Cuts im Beat geht der Flow auch nochmal deutlich mehr nach vorne. Also kann ich nichts aussetzen, ist super alles. Soundtechnisch wäre der Hook auch nochmal gut gewesen. Also ja, hätte es nochmal mehr rausholen können, aber hat auch allgemein einfach mehr Routine als Toner. Sehe hier Revenge Bird auch vorne. Beim Text werde ich jetzt keine Lines aufzählen, bin eh schon zu lange beim Aufnehmen jetzt hier. Revenge Bird hat halt nur das Nötigste gemacht und einen Part geschrieben, der auch nicht dazu nicht mal wirklich puncht, also ein paar Lines schon, aber jetzt nicht wirklich viel. Hat er da auf jeden Fall mehr erwartet und ja. Bei Toner sind auf jeden Fall deutlich viel mehr Punchlines und er hat auch allgemein mehr Text geschrieben, also meiner Sicht geht der Text deutlich an Toner. Gesamtpaket finde ich hier etwas schwer, da bei Revenge Bird alles außer Rundenlänge und Text perfekt gemacht ist und Toner überall okay war und Text war stärker auf jeden Fall, viel besser. Würde deshalb sagen, da der Text auch mehr zählt in einem Battle Rap Turnier, dass er dadurch noch auf einen Gleichstand in der Kategorie kommen kann, weil er kommt.
Extra Punkt, ja, wenn beide haben extra Punkt verdient, Revenge Best. Hätte eine längere Runde machen können, aber ich kann mir deutlich mehr geben. Ja, und Tone hat sich mehr Mühe gegeben beim Text vor allem. Ja, bekommen beide halt den Punkt. Mit dem Gesamten meinen Punkt aber an Tone geben, da einfach mehr Mühe in der Runde steckt und er einen guten Text geschrieben hat, was in einem Battle-Turnier überwiegend ist. Vor dem Battle dachte ich, dass Revenge Best erklärter Sieger sein wird, aber er hat halt nur das Nötigste für eine Runde gemacht und ja, schade. Weil ich mir seine Runden echt gut geben konnte und ja. Ja, dann Glückwunsch an Tona von meiner Seite aus und mal gucken, was der nächste Juror raushaut. Tschö. Danke, viel Spaß beim Cutten. Ich persönlich finde Revenge Birds Video so ein Mittelding, wenn man das so nennen kann. Aufgrund den gleichen Hintergrund, trotzdem mag ich die Performance. Dazu finde ich die Stimme wirklich gar nicht angenehm, um ehrlich zu sein. Und würde mir keinerlei Sachen so an sich in meiner Freizeit von ihm anhören. Hingegen finde ich Tonas Video besser. Aufgrund der verschiedenen Hintergründen. Ich mag seine Performance auch. Seine Stimme finde ich auch dazu um Welten wirklich angenehmer. Ich finde die Punchlines von Tona auch, to be honest, besser als von Revenge Bird, beziehungsweise den allgemeinen Text. Und dazu finde ich auch, dass Revenge Birds Runde halt einfach viel zu kurz ist. Jedoch finde ich, dass Revenge Bird im Thema Flow deutlich routinierter ist. Trotz dessen finde ich, dass Tona sich gut geschlagen hat und sich zu seiner Quali tatsächlich deutlich verbessert hat. Ich finde jedoch, dass man bei Revenge Bird gemerkt hat, dass er einfach alles schnell hinter sich bringen wollte. Und ich finde irgendwie bei Tona war halt einfach das komplette Gegenteil. Er hat sich halt einfach Zeit gelassen, finde ich. Also im Großen und Ganzen fand ich tatsächlich beide recht gut. Jedoch würde ich halt ganz knapp Tona meinen Punkt vergeben. Gut, jetzt sind die drei Juroren durch und also einerseits ist es sehr schön, Tona sagen zu können, ey yo, du bist im Viertelfinale und hast damit einen Zehner. Aber andererseits tut es sehr weh, Revenge Bird jetzt schon in Achtel gehen zu lassen. Ich meine, er hat die beste Quali dieser Staffel abgeliefert und ich habe den Real Talk eigentlich schon so im Finale gesehen oder so. Also ich hoffe sehr stark, dass er hiervon jetzt nicht irgendwie demotiviert ist oder sauer auf mich. Ich habe mich sehr über seine Teilnahme gefreut und falls irgendwie Lucky Loser irgendwas passieren sollte, ist er tatsächlich der Erste, den ich da anschreiben würde. Und ich kann ja, denke ich, auch mal sagen, ich schreibe mit Revenge Bird so bisschen privat und man hat auch mal drüber gesprochen, was zusammen zu machen. Also ja, ich hoffe, der hört jetzt nicht irgendwie wieder jahrelang mit Rap auf oder so. Wirklich, das waren zwei stabile Runden. Er hat leider seinen Gegner etwas unterschätzt. Aber ja, was soll man sagen? Was soll man sagen dazu? Herzlichen Glückwunsch an Tona, du bist damit im Viertelfinale, hast damit 10 Euro mehr. Revenge Bird, es tut mir leid, dich jetzt im Achtel gehen zu lassen, aber leider Gottes ist das so. Ich danke dir dennoch vom Herzen für die Teilnahme und hoffen, wir sehen dich hier irgendwann wieder. Kommen wir zum zweiten Battle zwischen Erdbeermilchshake und Faxe Dienstag. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen schnell machen, weil ich habe absolut keinen Bock, dass das irgendwie so ein 20-30 Minuten Video wird. Also ja, entschuldigt das bitte. Kommen wir zum Video. Jims Video ist leider noch schlechter als in der Quali. Bildrauschen und dazu ist das ein Fall von Video, wo 50 FPS einfach scheiße aussehen und dazu sind die Locations nicht so gut in Szene gesetzt wie in seiner Quali. Dafür gibt es eine süße Katze, die Jim anscheinend eins aufs Maul gehauen hat. Lässt sich zumindest dank dem blauen Auge vermuten und eine stabile Performance. Dennoch muss ich sagen, das passt alles irgendwie zum Vibe der Runde. Faxes Video ist am Welten besser geschnitten, bearbeitet und die haben einen Fiebertraum eingereicht, was aber sehr passend ist zur gut abgehenden Runde. Die Performance im Video-Delivery ist auch besser, dazu gibt es hier etwas mehr Abwechslung in Sachen Campführung und Farbtönen. Das ist alles schön stimmig und die nette Video-Punchline mit dem Milchshake von McDonald's sorgt auch für ein eindeutiges 1:0 an Faxe Dienstag beim Video. Kommen wir zum Flow. Jims Flow gefällt mir. Er hat einen sehr schönen Laidback-Flow, der gut passt zum Beat und bringt schöne Abwechslung in Silbensetzungen und eine coole Delivery. Rappt da stabil sein Part durch und ja, kann man nicht viel zu sagen. Auch wenn ich mir gern mehr Abwechslung in den Patterns an sich gewünscht hätte, aber abgesehen davon geht schon wirklich sehr gut fit. Der Fax ist schwierig zu bewerten. Lucky kommt extrem sicheren Stimmeinsatz und nach vorn gehenden Patterns auf dem Beat und das auch alles gut. Harmoniert da extrem gut mit dem Beat und eine extrem guten Double-Time-Passage. Während Forehead teils etwas unsicher klingt vom Stimmeinsatz her und schwächer dasteht als sein Mate. Er bringt zwar auch teils schöne Patterns und klingt auch teils sehr sicher, aber nicht ganz so ausgereift wie sein Teammate. Also wenn ich alle drei ranken müsste, wäre Lucky am besten, dann Jim und dann Forehead. Aufgrund dessen sehe ich beide Parteien irgendwie circa auf und gebe dadurch ein 1:1. Habe zwar überlegt, vielleicht Faxe knapp 2 Punkte zu geben, aber der Flow selbst ist nicht gut genug, als dass ich da einen Punktunterschied geben will tatsächlich. Kommen wir zum Sound. Jims Mische ist absolut grottig, das klingt einfach nur nach drei Spuren, die teils sogar asynchron sind und dazu klingt der Beat auch absolut billig und scheiße produziert. Dazu gibt es keine soundtechnischen Highlights wie eine Hook oder so, obwohl Jim das ja eigentlich auch ganz gut kann. Dazu klingt das vom Sound selbst her absolut monoton und da reicht Jims Flow und Stimmensatz alleine nicht aus in meinen Augen. Da ist Faxe eindeutig besser unterwegs, deren Misch ist schon mal vorhanden und klingt clean und druckvoll, auch wenn ich mir ja gern nochmal eine Abhebung wie eine Hook oder so gewünscht hätte, aber dass sie hier auch alle Bars sich irgendwie abwechseln, ist auch cool für eine Abwechslung. Könnte jetzt noch weiter erklären, was mir bei Faxe gefällt, aber ich mach's mir mal leicht und sag hier ebenfalls eindeutiges 1:0 an Faxe Dienstag beim Sound.
Kommen wir zum Text und fangen wir an mit Jim. Dann diese Geburtsjahr schon nicht mehr lustig, Pitchline, Vierer, gibt einen Punkt, ist ganz lustig, Fax als kleine Internet-Treu-Kinder zu bezeichnen. Als Einzellines ist das nichts Besonderes, aber im Ganzen kratzt der Vierer schon an der Oberfläche. Dann der Fassbrause, Konter, gibt einen Punkt, auf die Quali bezogen, da wo die beiden diesen Dreifach-Fassbier-Spit drin hatten, mit weiterem Bezug die beiden als Kinder darzustellen. Dann diesen Umdruck verpasst, uncool gemacht, Line da mit 2 Punkte. Das war eine schönere Line, die die beiden als Kinder darstellen, die versuchen auf cool zu machen mit der Übertreibung, dass sie Saufen für ihn uncool gemacht haben. Coole Line, finde ich. Dann diese Sackratten-Line mit Tilo. Sehr schöner, übertriebener Bezug auf Luckys Frisur. 2 Punkte. Auch wenn die Aufbauzeile passender sein könnte, dann hätten wir hier direkt eine 3-Punkte-Zeile. Aber schöne Anspielung auf Luckys längere und gefärbte Haare, meiner Meinung nach. Dann diese Anime-Hosen-Line gibt einen Punkt. Die Anime-Hosen-Line war zwar witzig, auch wenn ich die Aufbauzeile mit der Mimose nicht verstehe. Ist anscheinend irgendeine Pflanze, die als Symbol für den Frauentag gilt. Wollte Jim sich nebenbei bei der weiblichen Zuschauerschaft sympathisch machen oder gar vielleicht bei der Frau entschuldigen, die ihn gehauen hat? Wer weiß, wer weiß. Dann die Lyrics mitgeschickt, Line gibt einen Punkt. Schöne Anspielung auf deren Unverständlichkeit auf der Quali. Auch wenn ich mir da eine krassere Übertreibung gewünscht hätte als Starkey, schickt eure Lyrics mit. Der Ansatz ist aber gut gewählt. Dann Durchschnittsrapper gibt 2 Punkte, Line Lucky Punch. Aufgrund dessen, dass Faxe diesmal aufgehört hat mit den Treuen, was die Line in meinen Augen wirkungsvoller macht. Und dann die Klapsenkinder-Line gibt auch nochmal einen Punkt. Reicht aufgrund der Wortwahl und beim Aufbau, dass Faxe aus 2 14-jährigen ADHS-Kindern besteht, als Abschluss noch für 1 Punkt. Damit kriegt Jim auf 24 Bars 11 Punkte. Und jetzt vergleichen wir das mal mit den Gegnern. Kommen wir zum Text von Faxe. Die Jimmy Boy und Boden Bitch Line gibt einen Punkt. Schöner Einstieg, der sich über Jims Namen lustig macht, mit der Übertreibung, dass sein Dad ein Milchshake statt nur Milch holen ist. Dann die Butter Line gibt 2 Punkte. Schöne Line, die mit dem Namen von Jim spielt, indem er sagt, dass er die Milch zu Butter verarbeitet, also geschlagen wird. Simpel, aber dennoch gut. Dann der Fettarm Spit gibt einen Punkt. Ist eine absolute Bad Bar. Hätte man je nach Humor, denke ich, auch mal mit einem Strafpunkt belohnen dürfen. Aber ich fand sie lustig, war aber sehr nah an der Grenze. Dann sticht man dich ab, Line gibt einen Punkt. Schöne Line, die sich auf Jims Pulli aus der Quali bezieht, auch wenn man die, denke ich, stärker formulieren könnte in Sachen Aufbau. Die Pointe mit dem sticht man dich ab, aber war so lustig halt. Dann die Mehrwert-Line gibt einen Punkt Abzug. Yep, das war einer zu viel. Der war schon damals 2015 in der Runde von Timematic zu schlecht, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Die Pointe, dass auf dem Erdbeershake kein Mehrwert ist, ohne den Spit, war ja sogar ganz in Ordnung gewesen, aber das hat mich dann leicht zum Cringen gebracht. Dann die Mackes-Line gibt einen Punkt, wieder netter Milchshake-Bezug mit dem Spruch, dass Menschenleben unbezahlbar wären, aber Jim hat nur 3,19 Euro kostet. Seine Mom ist übrigens umsonst. Dann die Eintritt-Line gibt einen Punkt, wieder eine Bad Bar, aber diesmal mit Bezug auf Jims Quali. Kein atemberaubender Konter, aber kann man machen. Nicht mehr Allemann-Spit gibt 2 Punkte. Lustige Doppeldeutigkeit, Jimmy als Vater darzustellen, der nicht mehr seine Kinder hat, noch dass er alle Tassen im Schrank hat. Kam zwar ein bisschen sehr random zwischendrin, aber dafür umso lustiger. Dann der Boomer-Spit gibt 0 Punkte. Die Pointe, Jim als Boomer zu bezeichnen, ist ziemlich witzig, auch wenn das Spit wieder so dahin gezweckt wurde und mich die Line eher schlecht finden lässt als gut, sonst hätte ich hier sogar auch nochmal einen Punkt gegeben. Und dann diese Adipös-Freundin, Erper tropft aus der Fotzes-Line. Textabschnitt gibt einen Punkt. Aufgrund der lustigen Formulierung der letzten 6 Bars und dem ganz okay ausgefallenen Shake-Bezug gebe ich für den ganzen 6er halt, wie gesagt, 1 Punkt. Fand das Mom-Ficken-Ding etwas zu obvious und dazu war die Endpointe auch nicht die krasseste, aber im Ganzen gesehen geht's irgendwo klar. Damit haben Faxe auf 30 Bars 9 Punkte für ihre Lines gekriegt. Aufgrund dessen, dass Jim aber auch noch alleine war, weniger Lines gekriegt hat und mehr Punkte für seine Lines bekommen hat, sehe ich ihn hier in der Textkategorie vorne. Ich vergebe somit ein 3:2 an Erdbeermilchshake beim Text. Kommen wir zum Gesamtpaket. Das geht eindeutig an Faxe Dienstag in meinen Augen. Sie hatten zwar den etwas schwächeren Text, aber dafür eine vernünftige Mische, ein stabiles Video und sie machten einen professionelleren Eindruck. Bei Jim lag es halt irgendwie gefühlt an der nicht vorhandenen Mische und dem noch schrottigeren Video. Normales Video, jemanden ranlassen, der Ahnung hat von Mix und Master und er hätte hier den Ausgleich holen können und somit auch das Ergebnis sehr stark beeinflussen können. Somit gebe ich ein 1:0 beim Gesamtpaket an Faxe Dienstag. Extra Punkt, trotz des professionelleren Gesamtpakets muss ich ehrlicherweise sagen, dass mir Jims Runde subjektiv gesehen besser gefällt, dass sie einfach mehr meinen Stil anspricht. Schöne Formulierung, schöner Vibe und eine schöne Katze. Fax hingegen hat keinesfalls eine schlechte Runde abgeliefert, in meinen Augen nicht falsch verstehen. Und mit dem Beat und so weiter war mir das persönlich gesehen zu hektisch und ich würde mir das privat nicht öfters geben, ehrlicherweise gesagt, außer ich bin gerade komplett auf Autismus-Kick. Deshalb geht mein Extra-Punkt mit einem 1:0 an Erdbeermilchshake. Damit ergibt das Battle in meinen Augen ein 6:5 an Faxe Dienstag. Es tut mir zwar im Herzen weh, einen guten Kumpel von mir, den ich schon seit etwas längerer Zeit kenne, schon im Achtelfinale gehen zu lassen, aber es lag wirklich an diesem Gesamtpaket-Ding. Also wirklich
natürlich wäre das Video zumindest wie in der Quali gewesen und mit einer Cam-Führung und die Mische deutlich besser, dann hätte das an Jim gehen können. Ich habe ehrlicherweise gesagt dieses Battle gemacht im Sinne von, okay, wer es ernst nimmt, der gewinnt. Irgendwie haben es jetzt beide ernst genommen. Fax ein bisschen mehr als Jim und da sieht man auch. Also ja, herzlichen Glückwunsch an Faxe Dienstag. Die sind somit im Viertelfinale und um 10 Euro reicher. Jim, ich hoffe, wir sehen dich natürlich wieder. Und Liebe geht natürlich raus trotzdem an die Runde. War eine schöne Runde. Gut, damit war es das wieder mit dem Video. Ich möchte jetzt bitte endlich mein Leben beenden nach einer 2 Stunden Aufnahme. Genau, man hört sich. So wie letztes Jahr wird mir als Gegner wieder nur ein Team gegeben. Und erneut kann das Team in der ersten Runde direkt gehen. Ich werd euch locker vermöbeln, wie wollt ihr 3 ins Viertel, wenn 3 Viertel der Lines in die Tonne gehören. Du peinlicher, dreckiger Anfänger, hast den Lied im Battle verkackt. Was soll ich dazu noch sagen, außer das merkt man mein Schatz. In dem 3er-Team bist du scheiß Boss, hab direkt geboxt. Du hast so ne Dislike auf der Quali, jetzt rat mal von wem der kommt. Die Quali war echt scheiße, doch der Quali-Part war extra lame. Wie willst du uns finden, das ist DB-Kainer. Der Asia-Mann hat gar keine Plan. Sag, was hast du dir dabei gedacht? Attacke, Porn und Mathe. Frag dich, dass man das zu einem Wahrzeichen macht. Dein Feed verkackt gefühlt, die eine Parts endlich braucht man deine Zeile. Letztes Jahr war wohl ein Justice endlich raus war. Du gehst auf der Kisara, doch da schütze ich ihn noch. Denn deine Haare zeigen Rostocker, der Flüchtlinge verkloppt.